Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem Cheeseburger, den niemand in München kennt. Ich liebe Pappen, Potato Pans, Bier. Schau mal. Chupapi Mugnano. I got five on it. Wir sind mal wieder in München. Und das Wetter. Huhuhu. Khan, Baran, Randy. Und dabei wird es auch bleiben. Wir werden heute einen Burger probieren, den niemand in München kennt. Die Joggen. LKW, LKW, LKW. Ich fahre mit meinen 12 Jahren besser Auto als du. Jetzt habe ich mich aber kurz erschrocken hier. Gut, ja. Schmeckt gut das Essen? Ja, wir haben uns auch erschrocken. In welcher Ecke sind wir hier? Marienplatz. Immer noch beim alten Peter. Da ist der alte Peter. Der Viktualienmarkt ist voll, full of people. Aber wir sind auf jeden Fall hier. Ich werde euch gleich zeigen, wie der heißt. Davor will ich aber einen frisch gepressten Orangensaft. Wo kriegen wir jetzt einen Orangensaft? Einer holt Kollege kommt. Er zeigt es uns. Okay, krass. Digga, was für VIP-Service haben wir aber. Una Cazuela Blanca. Claro que sí. Sí, Barcelona, Iniesta. Also ihr habt es gehört, wir haben VIP-Service am Viktualienmarkt. Super, hier. Danke. Servus, hi. Lua, freut mich. Was braucht ihr? Ein Saft. Ja. Trink mal einen Saft, komm. Machst du das öfter so, dass du so Freunde abholst? Klar, wenn so ich vorbeikommt, immer. Okay, geil. Also ich zeig dir erstmal meinen Laden, oder? Ja, komm. Viktualien macht ja du. Hast du von diesem neuen Burgerladen gehört, der hier ist? Nee, noch nicht. Das sind so türkische Bazaar-Vibes. Ja, Mann, aber ich war voll selten hier, ist voll nice. Das ist mein Laden, ja. Obst und Gemüse? Ist schon ein wenig Handel. Ausgebeutet, ja. Aber ist doch gut, oder? Ja, ja. Gutes sehr Zeichen. Gut. Nein, das ist mein Onkel, meine Schwester und meine Mutter. Wie heißt der Gemüseladen? Hier, Obst und Gemüse bei Julia. Ah, okay, okay, okay. Ladies and Gentlemen, es gibt eine sehr, sehr große Auswahl. Danach werden wir uns auf jeden Fall irgendwelche Früchte mitnehmen. Weil ich habe mir vor kurzem genau diese Beeren im Aldi gekauft und sie haben katastrophal geschmeckt. Deswegen, auf solchen Märkten findet man auf jeden Fall gute Früchte. Komm, wir gehen. Zeig mir den Saftladen. So, Viktualienmarkt ist ein sehr, sehr berühmter Markt in München, der, finde ich, noch richtig Style hat. Du kannst so Champagner, Austern, sowas machen, aber du kannst auch einfach Früchte, du kannst auch einfach, ich glaube, so eine Nordsee gibt es hier, es gibt allerlei Sachen. Guten Käse. Schönes Wochenende. Wein, Champagner, glaube ich. Was geht, alles fit? Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel Auswahl. Ist das Maibau? Ist Maibau, ja. Ah, okay. Muss man die nicht eigentlich klauen? Boah, bei dem wird es schwierig, glaube ich. Ja, gell? Hi, grüß dich. Ich wollte einen Saft trinken. Ich habe gesagt, ich bringe euch den besten Saft. Eigentlich müssen wir auch für die Gesundheit einen Ginger-Shot trinken. Magst du nicht Ingwer-Shot? Ja, genau. Entschuldigung, die Dame. Wunderbar. Wie bei euch auch? Ihr seht super aus. Auswahl, Ladies and Gentlemen, Mango, Grapefruit, Sommerbreeze, arabischer Traum, Hawaii. Einen guten Sommertag so zu beginnen, finde ich gut. Das sind die wirklichen Shots. Was ist da alles drin? 65% Ingwer pur, Bio-Ingwer aus Peru. Und 35% ist da teilt zwischen Kurkuma, Thai Basilikumöl, ein bisschen Apfel, ein bisschen Ananas und ein bisschen Zitrone, um alles runde zu machen, damit man das putscht richtig, kommt alles hoch. Das holt von dir die ganzen Giftstoffe und hilft die Körper ein bisschen durch. Das ist der Shot. Der ist nicht scharf, Bruder. Okay. Der ist super lecker auch noch. Der schmeckt auch noch richtig gut. Okay, was Süßes oder was so? Ich will was Durstlöschendes, Erfrischendes. Okay, dann mach ich. Hallo. Hi. Komm, wie geht's? Ey, der Chef ist heiß. Ich will feiern den. Pass auf, das ist für dich. Das ist. Weißt du, was drin? Nein. Minze, Ananas, Limett und der Datteln. Also in arabischer Traum sind Datteln, Erdbeer, Himbeer, Blaubeer und Mandeln, Kokosnussmilch und Orange. Ah ja, das ist der Avocado Vulkan. Das ist Avocado, Apfel, Mango, Flohsamen, Granatapfel ist es dabei auch, ja, und ein bisschen Apfel. Der ist wirklich ausgewogen, also für alle Vitamine fast drin. Und das für die Leute, die keine Sonne kriegen, da tanken sie die Sonne über das. Okay. Die Erfinderin von dem Smoothie heißt Victoria Butschenko. Alles erst, was sie gemacht hat, dieses Smoothie, der heißt damals Igor Lieblingsschmoothie, das ist ihr Sohn. Er hat das erfunden, weil ihr Sohn hat eine seltene Krankheit. Die können keine festen Nahrung an sich zunehmen. Alles Wichtiges drin ist. Schau mich an. Bildung. Bildung. Weißt du, wie alt bin ich?
23. Ah, schön. 23. Okay, wie alt bin ich? Das ist schwierig, weil die Karage zu wissen, aber bei dem Schokoladebraun zu wissen. Emotional! Ja, Prost. Also der hier schmeckt Endgegner. Der ist so lecker. Und schau, da ist voll viel, da ist Minze drin, aber die Minze übernimmt nicht. Der ist voll. Der ist geil. Auch krass. Hier kriegt ihr nicht nur Saft, sondern hier bekommt ihr so ein Stück Gesundheit wieder zurück. Verstehst du? Er schaut, dass diese Mischungen perfekt sind für das, was du brauchst. Deine Tagesportionen. Boah, alle drei krass. Alle drei krass. Von der Farbe ist der, der mir am meisten taugt. Ja, Mann, ich finde der ist am geil. Aber Nummer 1 war der hier. Der ist auch geil. Ja, mal behindert. Boah, ich würde auch mal einen auf 1 machen. Ja, gell. Willst du noch? Komm, wir teilen. Das hier ist eine 10 von 10 für mich. 3 für mich. Ich habe euch den Namen gar nicht verraten von dem Saftladen. Chicos Saftbar, Ladies and Gentlemen. Den Saft werde ich jetzt genießen. Wie lange machst du das hier? Ich habe den Laden seit 15 Jahren. Dankeschön, danke. Immer gut, das höre ich nur von Frauen, aber von Männern ist mir nein. Aber jetzt kommt von dir. Nicht so groß, Herr Bart. Freunde, mein Freund. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Dies kannst du mir schicken auch und dann will ich dir weiter. Das siehst du auf YouTube. Ja? Das ist auch nicht beachten. Wo bist du jetzt? Das bist du. Das bin ich. Echt? Yes, sir. Ein echt bist du viel. Viel schöner. Viel schöner, gell? Das sagen die Frauen auch immer, aber von einem Mann habe ich das noch nicht gehört. Das höre ich nur von Frauen, aber von Männern ist mir nein. Eigentlich wollte ich Burger testen gehen mit den Jungs, jetzt machen wir Viktualienmarkt-Tour irgendwie, aber ist lustig. Wo gibt's, ach so, sind die hier, die Gurkis? Gibt's da so, oh, gibt's da so richtig saure? Boah, die sehen ja crazy aus. Salzgurke. Vielleicht ein Foto von uns machen, wir machen Junggesellinnenabschied. Sehe ich aus, wenn ich Fotos mache? Ja. Da ist ein Mikrofon drauf. Ja. Mit einem Mikrofon macht man keine Fotos. Nee. Nein, aber ich komme zu euch. Was macht ihr? Junggesellinnenabschied. Junggesellinnenabschied. Ich habe jetzt als Belohnung was zu essen, weil sie jetzt tolle Aufgaben erfüllt hat. Was für Aufgaben habt ihr denn? Ich wollte mit uns abhängen. Ich brauche ein paar Typen noch dazu. Schau mal. Ja, ich arbeite leider gerade. Ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst, weil du hast hier Hightech. Sehst du jung aus, oder was? Ja. Dankeschön. Riton! Riton, hallo! Gehst du mal aufs Bild jetzt? Sorry, aber hat sich gut angefühlt, gell? Dankeschön, Tag noch. Danke. Wir helfen noch allen, Ladies and Gentlemen. Oh. Okay, hast du jetzt hier eine richtig dicke? Ja, Mann. 3 dicke. Okay. Oh, ich sag dir, ich ist echt ein bisschen komisch zu halten, aber... Mmh. Oh, geil, gell? Wir sind krank lecker. Süß sauer, Bruder. Wollen wir uns weiter so füttern? Oder wird's zu viel? Oder willst du einfach direkt meine 80? Ich finde auch, dass die sind knackig und innen schön weich dann. Juicy Ting. Bitte nicht zuschauen, während ich jetzt hier in die Gurke beiße. Danke, Ladies and Gentlemen. Diese Essiggurke hier in der Mitte ist super juicy. Wie eine richtige. Ihr kennt es, wenn meine Gurke aufschneiden, innen das Ganze einfach wegdrücken. Außen hört den Knackern. Super! Wie lange liegen die? Ja. Wie lange werden die eingelegt? Ja, die sind von letztes Jahr die Gurke noch. Ein Jahr liegen die. Aber ich bin ganz froh, dass wir den Mann mit dabei. Bro, ich muss deinen Namen noch mal wissen. Luan. Luan. Ja. Luan zeigt uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen den Viktualienmarkt. Er hat hier diesen Obststand, den wir am Anfang gesehen haben. Obst und Gemüse, Handel. Ist das richtig? Markt. Genau, und jetzt schauen wir mal. Also ich arbeite schon hier bei meinen Eltern, seit ich 14 bin. Boah, so lange habt ihr den Stand schon? Crazy. Den Laden haben wir noch länger. Also ich arbeite Wie lange habt ihr den Laden? Also wir haben den Laden jetzt schon so 20 Jahre. Krass, okay, geil. Nordsee vorbei? Also ja, okay, du kannst auch so gehen, aber du gehst nicht mal weiter hier. Broski, danke für alles. Einen guten. Tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Jetzt geht's Burger essen. Burger! Burger! Wir befinden uns für Burgers and Bowls. Ich hoffe für Burgers and Bowls, dass dieser Burger gut ist. Wir haben Dry Age irisches Weiderind. Ja, geil. Wenn ich es smashe, dann kann ich auch Fleisch holen. Ja. Deshalb, wir smashen es an, aber du hast noch Fleisch, du schmeckst Juice noch den Geschmack. In der Mitte. Exakt. Wir haben karamellisierte Zwiebeln in meinem Cheeseburger und Cheese, mehr ist da nicht. Und unsere eigene Soße.
Okay. Ich hab gedacht, mich erwartet Smashburger hier. Ja, dieses Smashburger macht jeder. Smashburger okay. Ist einfach. Nein. Cheese mit Rinderbacon. Ein Cheese? Ein Bacon Cheese? Aber uns ist nicht der beste, also der Cheeseburger ist nicht unser. Ist egal, ob der beste ist. Ich will nur den Burger genießen. Was wir jetzt auf jeden Fall rausgefunden haben, ist, es ist kein Smashburger, typischer Smashburger. Und ich bin auch ehrlich, das finde ich ziemlich nice, weil Smashburger gibt es viele und sowas. Die benutzen irisches Weiderind. Dry aged auch noch. Okay, krass. Also das Fleisch wird angesmashed, aber nicht komplett runter, also nicht komplett totgepresst. Und es ist auch oft so, wenn du zu hohe Qualität an Fleisch hast, kannst du die kaputt machen, wenn du smashst. Und das ist ein Punkt, den ich schon öfter gehört habe, auch von vielen anderen Burgerbratern. Somit freue ich mich jetzt auf den Burger. Wir warten und dann lassen wir es uns schmecken. Ich sag mal so, wie es ist, Ladies and Gentlemen. Mit dem Mann. War ich sehr, sehr lange nicht mehr Burger essen, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Also, das hier ist ein Chili Cheese, das hier ist ein Bacon Cheese, das ist aber Rinderbacon. Ich glaube, ist sogar alles halal. Ja, ne. Und dann haben wir einen Classic Cheese. Welchen willst du? Classic Cheese. Ja. Er macht diese Reverse Bites, ich habe gesehen, hat er von Lukas angeschaut. Hier haben wir einen Chili Cheeseburger. Ich sage euch ehrlich, wie es ist. Chili Cheeseburger ist eine Sache, die ich liebe. Grilled Onions, wir haben wirkliche Chilis drin. Eine eigene Soße, glaube ich. Zweimal Käse und nochmal Soße und das Fleisch. Das Fleisch schmeckt ein bisschen anders, gell? Ja. Was sagst du zum Fleisch? Gefällt dir? Schon, ja. Ja? Also das ist nicht so diese Standard-Burger-Patties eigentlich. Ich habe vorher nach einer Kruste gefragt und er hat gesagt, ja, es wird nicht so heftig gesmashed, also es gibt nicht so übertrieben Kruste. Aber ich habe schon richtige Smashburger gegessen, wo weniger Kruste ist. Also ich bin ein großer Fan von diesem Burger King Burger, dieser Chili Cheese. Kennt ihr Extra Long Chili Cheese? Der gibt mir leicht dieses Feeling davon, nur dass du halt geiles Fleisch hast und die Soße. Ich weiß nicht genau, was ist so eine Chili Mayo oder irgendwas, die ist geil. Gute Qualität. Das Fleisch, oder? Das Fleisch ist gute Qualität. Das ist nicht das zarteste Fleisch. Probier mal den. Ist geil? Ja. Probier den mal. Du bist so ein Bacon-Fan, gell? Bacon ist auf Burger. Das ist echt gut. Ja? Du weißt, an was er mich erinnert. An was? Es geht so Richtung McDonald's Cheeseburger. Ja, Mann. Safe. Weißt du, was es daran geht? Ja, ich ist auf jeden Fall top. Ist richtig gut. Aber es erinnert mich echt so an den McDonald's Cheeseburger, aber so richtig nochmal krasser. Aber positiv, oder? Positiv gemeint, ja, positiv. Weil wir lieben alle den McDonald's Cheeseburger. Das ist ja das. Aber das ist geil. Aber du isst den McDonald's Cheeseburger mit einem schlechten Gewissen. Ich weiß nicht, ob ich euch gesagt habe, aber wir werden einen 24-Stunden-Stream machen mit den beiden Boys. Größere Gruppe, 8 Leute. Wird sehr, sehr geil. Erster Link in der Videobeschreibung oder dritter Link, Twitch-Kanal reinfolgen. Ich sage jetzt erstmal, was mir gefällt. Ich habe nicht mal wirklich viel auszusetzen, weil es ist kein Smash und es ist kein dieses dicke Patty, ja. Brot, ich liebe Marken Potato Buns, blibablub, ja. Aber das Brot, wenn man sich das anschaut, es glänzt oben, es ist super soft und es ist nicht zu süß. Die karamellisierten Zwiebeln wären so das Einzige, wo ich sage, die langweilen mich, weil ich mag die nicht so. Aber die machen Sinn in dem Burger, weil das ist ein schöner Biss. Rohe Zwiebeln da drin würden mir taugen. Dir nicht, siehst du? Aber das scheint nicht sein. Ja, genau. Die Soße finde ich nice, die taugt mir. Und das Fleisch, wenn ihr hierher kommt und es probiert, das hat ein bisschen mehr Biss. Mir taugt das Fleisch. Ich bin gespannt, ob das Bacon dir gefällt. Ist okay. Das Fleisch ist echt stark, Bro. Fleisch hat richtig Power, ja. Ja, Bro, also ich hab nicht viel auszusetzen, das ist nur eine Geschmackssache. Ich mag voll gerne rohe Zwiebeln. Ja. Liebe ich, aber es macht da drin keinen, also es macht Sinn für mich, aber nicht für viele. Ja, ja, ja. Nummer 1 ist Chili Cheese. Chili Cheese ist für mich auch Nummer 1, 100%. Der ist für mich einfach, das ist nicht meine Beleidigung, ist für mich die perfekte Version von diesem Chili Cheese vom Burger King. So, und der schmeckt einfach geil. Bro, jeder kennt aus der Kindheit den Cheeseburger. Ja. Und der Cheeseburger ist eigentlich der geilste Burger der Welt, weil ihn jeder kennt und jeder immer wieder isst. Für alle Leute, die den auch mal probiert haben, mich interessiert natürlich die Meinung der Zuschauer auch oder der Mitesser. Und die Chilis sind auch ein bisschen scharf, finde ich geil. Die sind eingelegt, gell? Selber? Nein. Okay. Herzlich willkommen in der Show. Was geht? Schön, dass du mal wieder am Start bist. Danke. Noch einen Bacon Chili Cheese bestellt und einen Chicken Burger. Mit Aioli hat er gesagt. Mit Aioli.
Und noch was. Gerosteten Onions, karamellisierten und ein paar Chilis. Sehr geil. Aber Bacon ist halt Schwein, Bruder, aber geht schon, oder? Einmal. Ja, einmal geht schon. Einmal ist keinmal, weißt du? Wir haben auch gegessen, was? Okay. Aber einmal macht man den hier. Ah, Bro, Don Toretto, Digga. Bro, Don Toretto, Digga. Taugt ihr? Taugt mir. Ja? Ja. Ist ja ähnlich wie Unique. Sehr, sehr ähnlich. Es ist jetzt auch mal Zeit, dass ihr in die Kommentare schreibt, weil die Jungs sagen, Unique ist der beste Burger München. Sollen wir den auch nochmal abchecken? Boah, schau mal. Oh, Chupapi Mugnano. Ist geil. Das Chicken sieht crazy saftig aus. Ich habe noch einen Kritikpunkt. Dieser Name gefällt mir gar nicht. Burger in Bowls gefällt mir gar nicht, weil ich glaube, die nennen das hier Bowl. Und das ist keine Bowl, das ist ein Korb. Muss ich ehrlich sagen, meine Erwartungen waren einfach, ja, ich bin in München und wir haben noch nicht so heftig krasse Sachen hier in München, leider. Aber langsam merkt man, es geht nach oben, das Level steigt, oder? Sind wir uns einig? Und diese ganze Experience mit den Burgern hier, lass dir schmecken, mein Bruder, du hast Hunger. Ich sehe das. Danke, Bro. Diese ganze Experience hier hat mich wirklich überrascht, positiv überrascht. Es sind wirklich vernünftige Burger. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Checkt die Jungs ab auf Instagram, alle sind unten verlinkt. Mikey ist vergeben an die Frauen, sorry. Sorry, ich habe eh keinen Insta. Too late, es habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst.